Die Ferienzeit, die nutze ich auch immer dafür, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Das tut gut, einfach Dinge wegzuwerfen. Aber was ich noch viel schöner finde, ich entdecke wieder Perlen. Briefe, die mich erreicht haben, die mich ermutigt haben. Oder sei es Fotos, die an schöne, gelungene Veranstaltungen erinnern. Eigentlich ist das, was ich mir da nur in der Ferienzeit gönne, eine gute Lebensgrundhaltung, nach Perlen Ausschau zu halten. Jesus erzählt in einem sehr kurzen Gleichnis auch von der Perlensuche. Er erzählt von einem Kaufmann, der nach der Perle suchte und schließlich die besondere Perle fand und alles verkaufte, um nur diese Perle zu erlangen. Wie viele Perlen gibt es in meinem Leben? Ja, so manches habe ich da auf dem Schreibtisch gefunden an Perlen. Und ich suche weiter. Eben nicht immer den Blick zu haben auf das Nicht-Gelingende, auf die Schwierigkeiten und Sorgen, sondern bewusst nach den Perlen im Leben zu suchen, die es gibt. Perlen sind für mich Menschen, denen ich vertrauen kann. Oder die Menschen, die sich engagieren in unserer Kirche, die unserer Kirche Gestalt geben und immer mit mir gemeinsam auf der Suche sind, wie wir das Evangelium, die gute Botschaft Gottes, weiter vermitteln können. Es gibt so viele Perlen und die wichtigste, nach der wir auf der Suche sind und nach der auch der Kaufmann in dem Gleichnis auf der Suche war, das ist die Perle, die Gott selbst ist. Das ist das Vertrauen und die Zuversicht, dass wir von allen Seiten von ihm umgeben sind und er seine Hand über uns hält. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wunderbare Perlensuche, vielleicht jetzt in der Ferienzeit, aber eigentlich auch darüber hinaus.